Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute nur ein ganz kurzes Update. Ihr habt es in der Videoüberschrift gelesen. Apple hat heute neue MacBooks angekündigt, beziehungsweise die sehen von außen optisch gleich aus, aber die Innereien wurden ganz einfach überarbeitet und ich habe für einen unverschämten Preis zugeschlagen. Warum ich das getan habe, erfahrt ihr in diesem Video. Parallel sprechen wir natürlich auch darüber, was Apple konkret hier ja mit reingepackt hat und welche Möglichkeiten man jetzt hat. Vielleicht mal vorne angefangen, wofür verwende ich mein MacBook überhaupt? Natürlich als Daily Driver zum Arbeiten, E-Mails, ne, alles was man so tagtäglich macht. Zum Zweiten aber auch, und das ist hier bei meinem MacBook ein Hauptfokus zum Videoschnitt. Aktuell schneide ich meine Videos mit einem MacBook Pro mit 2015, damals voll ausgestattet gewesen, aber nur mit einer 512 GB SSD. Das hatte ich irgendwann mal gebraucht gekauft. Das war gar nicht so teuer und damit schneide ich meine Videos für meine ganzen YouTube-Projekte und das eben auch sehr, sehr häufig in 4K. Das geht in Ordnung, also das, der Workflow passt soweit für mich, aber wenn man mehr möchte oder wenn man einfach mehr Projekte oder mehr Timelines, mehr Footage übereinander stapelt zum Beispiel, dann merkt man schon, dass die Performance von diesem Gerät ganz einfach irgendwo auch limitiert ist. Und mir war also klar, ich möchte früher oder später ein neues MacBook kaufen. Der einzige Grund, der mich abgehalten hat, das jetzt zum Beispiel schon Anfang des Jahres oder letzten Jahres zu tun, war die Tatsache, dass Apple keine 32 GB Arbeitsspeicher anbietet. Genau dieser Part wurde heute nachgeliefert. Ihr seht es hier, ich habe jetzt die Möglichkeit, 32 GB Arbeitsspeicher da rein zu konfigurieren. Viele werden jetzt fragen, für was brauchst du 32 GB Arbeitsspeicher? Und dann ist meine ehrliche Antwort darauf, heute brauche ich keine 32 GB Arbeitsspeicher. Aber wenn ich mir jetzt ein Gerät kaufe, ich gehe mal auf 16 GB zurück, das in der Ausstattung, die ich gerne hätte, so im Bereich zwischen 4.000, 5.000 oder 6.000 Euro liegt, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, wie viel Geld das ist. Da kaufen andere ein gebrauchtes Auto für und fahren damit jahrelang umher. Wenn ich heute so viel Geld investiere, dann möchte ich das ganz einfach zukunftssicher tun und dann möchte ich sicher sein, dass ich auch in 2, 3 oder 4 Jahren noch ordentlich mit diesem Gerät arbeiten kann. Und genau aus dem Grund, ich bin im Windows-Bereich, ich bin zum Beispiel hauptberuflich angestellt bei einer US-amerikanischen Firma und habe einen Windows-Notebook zur Verfügung gestellt bekommen mit 32 GB Arbeitsspeicher. Da ist das Standard. Im Windows-Bereich bekommt man das schon ganz, ganz lange. Und ich habe für mich persönlich entschieden, bevor Apple das nicht nachliefert, werde ich hier kein Upgrade fahren. Der Tag kam heute. Ich habe lange darauf hingespart und ich habe genau heute investiert. Und was ich mir zusammengestellt habe, das schauen wir uns jetzt an. Ich habe mich hier entschieden für die 2,9 GHz Variante. Das ist eine 6-Core-CPU, eine Core i9. Sorry, nicht i7, sondern i9. Die Basisversion ist die Core i7 und ihr seht, die ist mit 2,9 GHz getaktet, so basisgetaktet und kann dann in einem Turbo Boost bis zu 4,8 GHz hochskalieren oder hochtakten. Gerade wenn es um das Thema Videoschnitt geht, ist eben eine CPU doch nicht so unrelevant, weil die ganzen Render-Themen etc. Doch sehr, sehr CPU-hungrig sind. Und ihr seht, hier liegen schon 339,99 Euro dazwischen. Braucht das ein normaler User, würde ich sagen, auf gar keinen Fall. Das Geld kann man sich sparen, genauso wie die 480 Euro Aufpreis für den Arbeitsspeicher. Aber wenn man Videoschnitt betreibt, wenn man 4K Videoschnitt betreibt und wenn man ein bisschen mehr von dem Gerät verlangt, dann ist mehr einfach mehr. Da führt kein Weg dran vorbei. Jeden Speck, den ich irgendwie da mehr reinpacke, der wirkt sich an irgendeiner Stelle positiv bei der Renderzeit, beim flüssigen Abspielen der Timeline etc. Wirkt er sich aus. Von daher war für mich die Entscheidung klar, ich nehme hier Full Spec, das heißt 2,9 GHz mit dieser i9 CPU. So, dann habe ich mir die 32 GB rein konfiguriert, habt ihr eben schon die Gründe gehört, eher so zukunftsorientiert. Im
Moment, wenn ich mir jetzt auf meinem MacBook beim Videoschnitt meine RAM-Auslastung so anschaue, da ist jetzt auch 16 GB drin, dann sind die nie vollständig aufgebraucht. Das heißt, ich bin mir sicher, dass ich jetzt im nächsten Jahr sehr wahrscheinlich auch nie mehr als 16 GB RAM brauche, aber wie gesagt, so Richtung Zukunft. Jetzt, Stand heute im 2015er MacBook, habe ich 512 GB SSD-Speicher drin. Da kann ich ganz klar sagen, zum Videoschnitt als Speicher nativ im MacBook ist mir das mittlerweile ganz, ganz klar zu wenig geworden. Das heißt, Entry-Level, wo ich mich gefragt habe, reicht das, wäre dann 1 Terabyte gewesen. Jetzt weiß ich, dass es natürlich, ich habe da auch schon Videos zugedreht, dass es sehr, sehr gute Möglichkeiten gibt, per Thunderbolt 3 externe Gehäuse anzubinden, um dann zum Beispiel sogar SSD in einem RAID, wo man die Performance nochmal erhöhen kann, also 2 SSDs extern, auf die man quasi gleichzeitig schreibt und davon lesen kann, um nochmal schneller Performance zu haben etc. Das kann man alles machen, aber ich habe dann wieder eine externe Lösung. Ich brauche auch wieder 2 schnelle externe SSDs, ich brauche dieses Gehäuse, ich muss das Ding mitschleppen etc. Das heißt, am Ende des Tages habe ich mich persönlich gefragt, ist es mir den Uplift, also sind es mir 960 Euro wert, von 1 Terabyte auf 2 Terabyte hochzugehen. Ich habe mich, ihr wisst, heute Nachmittag kam die Meldung raus, ich habe es aber heute Abend schon bestellt, also ich konnte mich nicht tagelang mit dieser Entscheidung tragen, aber ich habe mich für meine Verhältnisse schon ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und bin unterm Strich zu dem Ergebnis gekommen, dass ich mich Stand heute für die 2 Terabyte Variante für 960 Euro mehr entscheide. Warum? Ich betreibe ganz einfach ein YouTube-Business. Ich habe ein Gewerbe angemeldet. Ich zahle Steuern. Und zwar jeden Euro, den ich einnehme, da zahle ich Steuern drauf. Heißt im Klartext, ich brauche auch gewisse Ausgaben, damit ich eben ganz einfach auch dem Finanzamt gegenüber meine Ausgaben rechtfertigen kann, so dass ich eben nicht jeden Euro, den ich verdiene, auch versteuern muss. So ist das halt, wenn man Gewerbe betreibt. Dann braucht man auch diverse Ausgaben. Und gerade so eine Anschaffung dieser Größenordnung ist jetzt nicht so, dass ich jetzt diesen Monat oder dieses Jahr dann 5.558 Euro als Ausgabe dort reinschreiben kann, sondern ich muss ein solches Gerät abschreiben über, das wird mein Steuerberater erklären müssen, 3 Jahre, 4 Jahre, keine Ahnung wie lange. Und das heißt, ich habe also jetzt 4 Jahre lang die Möglichkeit, einfach einen gewissen Ausgabenfaktor, also Preis geteilt durch 4 jedes Jahr als Ausgabe geltend zu machen. Und zum Zweiten bedeutet das für mich im Klartext auch, ich muss dann auch in dieser Abschreibungszeit, sagen wir mal Beispiel 4 Jahre, mit diesem MacBook arbeiten, beziehungsweise ist das mein Anspruch, diese Zeit damit auch komplett zu arbeiten. Und was weiß ich, in welchem Umfang ich in 4 Jahren oder in 3 Jahren im Bereich Video-Editing unterwegs bin. Von daher war das jetzt heute ein Invest in die Zukunft, ein Invest in mein Business und deswegen habe ich mich heute für 2 Terabyte entschieden. Mir war persönlich dann der Uplift auf 4 Terabyte mit nochmal 2.400 Euro, das war für mich nicht mal, ich habe nicht mal eine Millisekunde drüber nachgedacht, aber jetzt hier mit 960 Euro, also war für mich eine harte Entscheidung, weil eigentlich 1 Terabyte mit einer externen Speicherlösung, da ist man schon sehr, sehr gut bedient, auch im Videoschnittbereich sehr, sehr gut bedient, weil egal wie viel Storage man hat, es ist immer zu wenig, man muss irgendwie immer mit externen Ressourcen zusätzlich arbeiten, aber wie gesagt, ich habe mir jetzt gedacht, in den sauren Apfel beißen, 2 Terabyte, Augen zu und durch und bin hier bei 558,99 Euro hinzufügen. Ich bin so einer, ihr habt es in anderen Videos schon gesehen, ich buche mir grundsätzlich immer AppleCare dazu, das heißt, AppleCare kostet hier nochmal 349 Euro. In Summe bin ich hier also bei einem Preis, man sieht es gleich, da hinzufügen, er hat das jetzt schon reingenommen, ich weiß es nicht, bin ich jetzt also bei einem unfassbar unverschämten Preis, also in meinem Videotitel habe ich es gar nicht mit reingeschrieben, sondern hier nur, das stimmt aber nicht, da habe ich jetzt irgendwas Falsches geklickt, also ich bin auf jeden Fall bei mit AppleCare bei über 5.500 Euro in Summe, ja, das muss man erstmal bereit sein, für so ein System auszugeben und ich weiß, dass ich sehr, sehr viele negative Kommentare für dieses Video bekommen werde, ich weiß, dass extrem viele nicht der Ansicht sind, dass es sich lohnt, so extrem viel Geld für ein MacBook zu bezahlen. Man kommt oder bekommt aus der Windows-Welt ganz einfach für einen schmalen Kurs, also für deutlich weniger Geld, dann zum Teil wirklich sehr, sehr viel mehr Leistung.
aber mein persönlicher Workflow, der Videoschnitt mit Final Cut, alles das, was ich so jeden Tag mit dem Gerät mache, das ist ganz einfach so aufeinander abgestimmt, dass ich also mir einfach die, sagen wir mal, das kostet 2000 Euro mehr, als wenn ich ein vergleichbares Windows-Gerät kaufen würde. Mir persönlich ist es das einfach wert. So, war doch der richtige Preis, 5907,99 €. Puh, verdammt viel Geld, privat, ohne dass ich jetzt hier meine Videos für YouTube, für mein Gewerbe schneiden würde, glaube ich, würde ich so viel Geld nicht investieren. Da würde ich auf jeden Fall eine abgespecktere Variante mir anschaffen. Aber für das Business, gerade habt ihr die Gründe erfahren, habe ich mich hier ganz einfach für eine relativ gut ausgestattete Maschine interessiert. So. Das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Ich glaube, Lieferzeit ist hier fast ein Monat, also sehr, sehr lang, weil ja hier Custom Build, hier wird irgendwie offensichtlich speziell für mich die ganzen Komponenten reingebaut. Also irgendwann, ja, also 4 Wochen oder sowas Lieferzeit. Sobald das Notebook da ist, sobald das MacBook da ist, gibt es hier natürlich ein Unboxing. Es geht dann hier entsprechend weiter. Ich werde euch das Gerät zeigen. Ich werde Benchmarks mit euch machen etc. Nur das schon mal so viel vorab. Da könnt ihr euch dann ja vielleicht ein Stück weit auch drauf freuen. So, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das war für euch ein bisschen interessant. Vielleicht für all diejenigen, die vor einer ähnlichen Entscheidung stehen, auch eine kleine Kaufhilfe. Also nochmal vielen, vielen Dank und wir sehen uns spätestens in einem meiner nächsten Videos wieder. Macht es gut!